So, die nächste Karte ist am Start. Ich teste die mal gleich jetzt heute hier nochmal an. Also, ja, vielleicht funktioniert es ja. Ich habe mich wieder beruhigt gerade. Der Block ist jetzt am Rendern. Ich lade den gleich hoch. Dann habt ihr den ziemlich schnell heute. Hoffentlich, vielleicht auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie lange der Torladen dauert. Ja, genau das. Und dann sehen wir uns morgen früh. Dann gehe ich jetzt mich ein bisschen waschen. Und hier ist ja alles immer schmutzig, weil ich ja arbeite. Ne? Weil ich ja nicht einfach nur Aufträge annehme, die Räder unrepariert rausgebe und dann das Geld kassiere. Sondern ich arbeite ja tatsächlich. Oder vielleicht ziehe ich mich aber auch nur im Dreck einmal, damit man denkt, ich habe gearbeitet. Wer weiß. Das bist du entscheiden. Also wie gesagt, wir sehen uns gleich und gleich ist der Morgen. Guten Morgen, da ist er wieder. Frisch ausgeruht, wer geprahlt. Jetzt machen wir die Verstopfung weg. Oben beim Mieter hier im Haus. Da habe ich jetzt eine wunderschöne Spirale und werde jetzt da mal ein bisschen im Abfluss rumgraben. Es ist gut, dass der Hans jetzt gerade weg ist. Ich wollte sie schon anrufen da bei. Wer ist sie? Bei Klempner. Jetzt kommt wieder richtig Asche. Dann gucken wir mal, was wir machen können. Bis 36, 38 Grad wollen. Morgen. Morgen? Morgen? Ja. Morgen ist der heißeste? Ja, morgen übermorgen. Echt? Ja. Das ist schon nicht was vor. Und wisst ihr doch, wann der jetzt halt schon 38. Wo willst du das? Also, ich gucke auf Fernsehen, Nachrichten. Das tut dir gar nicht gut. Wieso? Ja. Guck ja wohl kurz Nachrichten mal eben mal. Wir haben wieder Arbeit. Übrigens, das Abwasserrohr haben wir nicht instand gesetzt bekommen. Also da ist wirklich zu viel Schlupf und Gumpf drin. Und naja. Also ich hätte schon lange selber aufgehakt, ganz ehrlich, aber egal, keiner oben. Hätte ich da einfach angefangen, alles aufzuhacken. Bloß wenn das meine Bude wäre, hätte ich das schon lange aufgehackt. Okay, einmal aufgeschnitten, wahrscheinlich schön sauber so einen Schlitz gemacht. Und dann geguckt, wo das Kackrohr lang geht und einfach das vernünftig verlegt. Und jetzt haben wir heute schon. Der Shadow will das nicht machen. Firma Shadow, danke, ihr seid toll, ihr seid echt eine gute Rohrliga-Firma. Dass ihr Aufträge hier nicht macht, weil ihr bockig seid, also wirklich. So ein Kinderkram, ja. Naja, aber so ist es halt. Dann kriegt ihr halt auch keine Aufträge mehr. Jetzt haben wir mal hier eine Zughülle, brauchen wir. Ich habe so eine Kopfschmerzen heute, das ist Wahnsinn. Ich habe mich gestern so aufgeregt, habe wahrscheinlich hier. Das muss raus. Das klemmt irgendwie fest, da ist es. Total verbastelt, total verklemmt, vermacht.
Samstag. Was los? Einfach mal so ein Fahrrad verkauft. Das ist ja ein Ding, ey. Trägt hier schon 4 Jahre oder so. Steht jetzt schon bei mir. Krass. Dann kommt ihr noch und kauft die Kapselwurst. Irgendwann. Das ist ja immer so bei mir. Alle wollen sie mal handeln und so. Ich sage, nee, nee, irgendwann kommt einer, der nicht genau so will. Das. Was für geile Bremsen, ey. Was für geniale Bremshebel. Marfuck Racer Bremsen. Sind wirklich gut. Jetzt kommt das Katastrophenrad hier an. So, ich hoffe ja, dass heute, wie gesagt, der Chip funktioniert. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, das Fahrrad hier. Und zwar die Achse von dem Fahrrad hier. Schaut mal hier. Wer kennt das? Wer weiß, was das ist, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Riss? Die Kugeln, richtig, da kommen die Kugeln durch, da drücken die Kugeln raus. Genau. Ne? Also das ist total gefährlich hier, wenn das hier abreißt, dann hat es auch die Achse rausgedreht hier. Also das ist wirklich absolut hinfällig. Und hinten läuft einigermaßen. Speicher ist gebrochen. Ah, ja. Also die Räder sind ja alle in gleich schlechten Zustand. Ich baue jetzt hier das Vorderrad aus und werde mal durch ein anderes ersetzen, durch ein gebrauchtes allerdings. Ne? Gucken wir mal, wie lange das dauert, wie viel Zeit ich brauche. Es ist alles Müll und es ist nur noch Plastikschrott auf der Welt. Das gibt nichts Vernünftiges mehr, das ist unglaublich. Neun entsprechende haben wir. Übrigens habe ich nachgeguckt nach diesem Auftrag von dieser Dame, die sich gestern beschwert hat. Ja? Und der ist genau am 28. zu finden, der Auftrag. Und da sieht man, dass das Licht funktioniert hat. Da sieht man, wie ich das Licht repariere. Damit rechnen die meisten natürlich da nicht. Eine bessere Beweisführung gibt es ja nicht, ist denen aber denn auch real. Das ist ja den Leuten dann auch real. Ja, aber man mag ja auch alles sein, dass es denn irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Kann ja alles passieren, wie gesagt, einmal umkippen oder so. Aber ich sag, man kann doch erstmal sagen, ey, ich setze doch nicht grundsätzlich liegt doch nicht in so einem Laden, in den ich nicht ein bisschen Vertrauen setze. Da muss ich doch auch mal so denken, so, na, der hat es bestimmt repariert. Aber ich frage mal nach. Wenn das der Hauptauftrag ist, bitte nicht reparieren, dann werde ich das wohl nicht vergessen. Zumal ich ihr das gezeigt habe, dass es funktioniert, wie sie ohne. Und ich mich nicht entsinnen kann, dass es in dem Moment, wo ich sie gezeigt habe, nicht mehr funktioniert hat, ehrlich gesagt. Also das wäre. Da müsste ich jetzt lügen. Jawohl, ich zeig dir, dass ich das Licht repariert habe und kassiere das Geld, aber es funktioniert ja auch nicht. So scheiße. Real. Beschäftigt so was halt nur, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, ganz einfach. Naja, dann nützt ja auch das alles, ja, Beweis hier, Beweis da, das interessiert dann überhaupt ja keinen, die ist einfach sauer, dass ihr Licht nicht mehr funktioniert und lässt es dann an mir aus. Dabei habe ich nichts damit zu tun. 4 Wochen später. Schon klar. Oh. Wie sie geguckt hat, als sie gesagt hat, nee, damals fährst du nicht mehr. Doch? Nee. Hä?
Stell dir vor, die Achse bricht weg. Die fährt beim Fahrrad daran los. Die Achse bricht weg. Da passiert irgendwas. Er steht da. Ja, war vorhin noch beim Fahrradladen. Kommt erstmal her, warum haben sie denn nicht gesagt? Hier, so und so. Das erste Mal, dass ich ein Rad einkassiere, aber aus gutem Grund, weil das geht nicht. Das ist ja kein Nett, jetzt kriegst du den auch das Vordere drin, das kostet jetzt auch nicht die Welt, der Umbau kostet was mehr. Speicher haben wir immer, zentriert wird es jetzt so ein kleines. Gesicht ist wichtig. Ein hübsches Gesicht ist doch erhaltenswert, sozusagen. Also ein hübsches Lächeln, ne? Nicht, dass du hier auf immer ankommst ohne Zähne und alles und ja, dann tut ja auch weh. Nochmal. Jetzt geht es so richtig los. Jetzt haben wir einen Auftrag. Aber der Auftrag, den haben wir ja schon seit gestern. Vorderrad ersetzen. Ist ja auch langweilig. Aber schaut doch einfach mal zu. Vielleicht passiert noch irgendwas Interessantes dabei. Oder so. Ja, wahrscheinlich nicht. Ist ja nur ein Vorderrad einbauen. Ich pull's mal, ist neu gekommen. Ist es 105er Rahmen. In Silber habe ich es mal gewählt. Weil das schwarze hätte eine schwarze Narbe, das hätte zur hinteren Narbe nicht gepasst. Ich hoffe, das hier nehmen, weil mit diesen Farben Dingern habe ich jetzt die Schnauze voll. Ja, falsche Farbe. Hier, falsche Farbe. Da. Aber selbst wenn. Dann ist es halt so. Feldmann brauchen wir natürlich. Natürlich. Und der Schnellspanner ist schwarz. Das ist natürlich auch schon wieder warum, könnte man denken. Weil sie gestern meinen Blog gesehen haben und sie gedacht haben, heute machen wir mal ganz verrückt. Wir machen eine silberne Felge mit einer silbernen Narbe und einem schwarzen Schnellspanner. Die fahren wir hin. Mal gucken, wie die Kundschaft reagiert. Na, da sitzen sie jetzt, die BBF-Mitarbeiter, ganz gespannt vom Fernseher. Der vom Fernseher ist ja Fernsehen, Quatsch. Ja, hier, der Opa kommt aus der alten Zeit. Merkt man gleich. Opa Tommy erzählt vom TV. Sitzen wir vor dem Computer heute Abend, müssen gucken und dann da lachen sich kaputt. Wie sich der Kollege über den schwarzen Schnellspanner auslässt. So ist es. Falling down halt, ne? So ein kleines Ding kann einen richtig irre machen, wenn man halt so. Schließe ich mich ja nicht aus. Also meine Kinder wollen nach Hause. Oh, die haben geweint. Vor allem haben sie nach mir geweint. Ist ja auch mal was. Fühle ich mich ja fast geehrt. Ich will nicht, dass der Papa alleine zu Hause ist. Ach, so süß. Mann.
Ja, dann kommen sie entweder heute oder morgen. Sind sie dann da? Ja, die Gabel ist verzogen. Geil. 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 Die Gabel ist kaputt. Umschlagprobe. Gabel ist verzogen. Geil. Er hat einen Unfall gehabt gestern, ne? Ist ihm in der Rinne gefahren. Das tut mir jetzt sehr leid, ihm die Nachricht zu übermitteln. Aber die Gabel ist kaputt. Krise. Ach Mensch. Naja, schade, die Gabel ist kaputt. Aber Laufrad ist drin, neues. Das Laufrad, das andere, das war komplett verbogen, da war nichts mehr zu sehen. Ist ihm im Auto gegengefahren. Rückwärts gefahren und hat ihn nicht gesehen und umgefahren. Ein Hinterrad neu einbauen, in ein anderes Rad und dann sind wir durch. Puh, ich schwitze so, ey. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich könnt ihr euch das vorstellen, habt ihr gerade selber. Aber ey, wenn man einfach nur so steht und ich meine, ich bin ja hier im Keller, ist relativ kühl, aber so eine Feuchtigkeit hier und. Die kondensiert an mir. Ja, hallo. Denkst du? Ist das nicht so? Wird so feucht hier denn, Roman? Wirst du auch immer merkst du, wie die Feuchtigkeit dich. Ist ja anlösig, ja. Das ist so. Was hast du? Habt ihr? Ich hab einen Kollegen mitgebracht, der natürlich auch Tretlager-Probleme hat. Ja, ich glaube, also das Tretlager hat so ein bisschen Spiel, haben wir da festgestellt. Pakete, Pakete, Pakete. Den ganzen Tag nur Pakete. Komm her mit klar hier, so viele Pakete. So erstmal zu trinken, glaube ich. Wie weit war ich eigentlich mit dem Rad? Total durcheinander, voll gelöscht. Warte. Da liegt der Rad. Oh, steht. Liegt natürlich nicht. Mann, ist der fertig.
Ich mach schon wieder was anderes. Ich mach schon wieder für die von heute Morgen, für die Mieter hier. Ich baue so eine Minispirale. Zwar mache ich das jetzt hier ab. Ja. Mal gucken wir mal. Das jetzt abschlitzen. Bauen wir den auf. Jetzt das Ende wird hier aufgekrempelt. Das ist eine Mini-Spirale, da kann man aus dem Bautenzug bauen. Tatsächlich, das ist wirklich gut. Für ganz enge Schichten. Das Ende wird jetzt hier hochgebogen. Schon ein bisschen gruselig sein hier. So. Das reicht schon. Erstmal für den Anfang ist das geil. Voll geladen ist es. Das hebe ich jetzt mal ab. Und dann mache ich weiter mit dem Dings. Vielleicht soll ich mal, selber probieren. Guck mal, das müsste eigentlich klappen damit. Das ist total geil. Und dann irgendwie ein längeres Teil noch. Haben wir auch viel. Machen wir. Probieren wir damit. Ja, gut. Den machen wir nochmal. Den machen wir hier auch nochmal fit. Das ist dann schön lang. Das müsste ein Stück reichen. Mal gucken. Ja, melden Sie sich, wenn Sie dann da sind. Ich hoffe, dann habe ich auch Zeit einen Moment. Helfe ja, ne? Ist ja kein Problem. Ja, vielleicht nicht ruhiger als vorher. So, gut, haben wir gemacht. Ich schwitze jetzt mal Probefahrt und hoffe, dass alles funktioniert. Dazu haben den Preis. Pedalneigfässer zu bestellen. Oh, Idiot. Jetzt bitte. Lass es bitte funktionieren. Heute. Das war schön Käse und Brot, haben wir dann nämlich. Machen wir.
Und ich hole halt noch mal ein paar Oliven. Sofort in die Badewanne, wenn sie fertig gegessen hat. Wahnsinn, ey! Das ist auch mein Essen mit Netz. Am Rücken ja auch so warm. Das ist einfach so schlecht. Sehr lecker. Sie vorher reindröschen, also so ein bisschen locker, ne? Stauchen, also damit das Holz frei gibt. Schwierig. So, das haben wir. Zu groß. Zu groß? Wie zu groß? Das sind nicht so klein. Ne, die passen ja nicht drüber. Das ist ja. Nicht da, die andere Seite musst du testen. Die andere, so. Die Hülse. Mhm. Das außen herum. Und ich habe da nur Sprengringe, aber die sollte man halt nicht nehmen. Springringe passen aber immer so schön. Nee, jetzt hör auf. Einen habe ich, bleiben drei. Nee, was hast du drin komplett oder? Hm? Oder nur eigentlich schliffen, meinst du? Ja, ja. Ja, probier das mal mit den Schrauben. Ach, ist das alt Mist. Ja, das wird schon passen, oder? Boah. Das weiß ich gar nicht, wie das. Bei 500 Folgen, also pro Folge ein. Ja, na, das wäre ja, wär ja was. Dann braucht man eine Weile. Ja, aber 500 Stück am, also 500 Folgen am Stück, ich glaube, das haben wenige. Also ich kenne zum Beispiel, kennst du so Casey Neistat, sagt dir das was? Das ist so der Ami-Top, würde ich mal so sagen. Aber nicht, der ist nicht mal der hat so über 1 Million. Der hat, das ist nicht mal der Top, aber der ist so total berühmt. Also da stehen die Leute dann davor und irgendwie, also der ist total angesagt. Und der hat mal 365 gemacht. Also ein Jahr lang? Ja, ja. Okay. Und dann hat er aufgehört, weil er... Aber gut, ja, also von daher ist das... Ja, ich habe ja nebenbei noch Videos, also insgesamt habe ich nur 800 Videos oder so. Schon viel. Nee, doch, ist gut. Du stierst. Also, ich find's echt gut. Unterhaltsam. Und es ist halt nicht so dieses, ich zeige euch heute mal, wie man ein Fahrrad baut oder so. Das machst du jetzt gerade. Du machst ja hier mein eigenes. Ich bin Teil des Vlogs. Ah, ja, ich bin im Vlog, im berühmten Tommy-Vlog. Ja.
Ein Tommy-Vlogger. Genau. Dann hätte ich es auch nennen können, dann hätte ich mehr Follower gehabt und kommt das Namen schon alleine. Die Tommy-Vlogger ist seins. Machen wir mal so. Ja. Ist gut, ja? Alles. Tippitoppi. Mit meinem Weltspoken Englisch, I can do everything. Ja. Ja gut, ich bin dann zu diesem, ich kannte den Laden hier noch nicht, und dann bin ich zu diesem Hubschrauber. Kennst du die? Nee, das ist so von der Fachhochschule, so eine freie Werkstatt. Da sind halt so ein paar Studenten, die passen da auf, aber die sind auch da ziemlich gut sortiert. Und da kann man halt hingehen, mittwochs abends und samstags mittags dann, und kann da quasi schrauben. Ja. Hallo. Ja. Englisch geht. Ja? Englisch. Ist okay. Englisch geht. Ja. Auch wieder. Ja. Jetzt kommt der Gerät Expansion Machine von der Inserver. Very well done. Oh. Well done. Super. Dann gehe ich wieder. Und ja, musst du gucken, ob hinten mit dem Knacken, ob sich das einknackt, sozusagen. Das ist ein bisschen. Bis ich daheim ist, ist die schon so lang wahrscheinlich wieder. Dass sie schattert. Ja, ja, dass ich das. Ja, weil sich der Lack nämlich löst. Musst du sehen, ey. Ja, wenn der Lack einmal runter ist, dann fährt sie ja. Ist auch immer ein bisschen lang. Tja, das war der Stefan, der hat mal hier selber repariert. Schau mal an. Im berühmten Fahrradsalon. Naja, so berühmt sind wir ja noch gar nicht. Aber. Was hier ist, kann er noch werden. Ein Reifen. Ja, scheiße. Ich mach mich wieder einen Kellertrappe runter. Oh, ja, richtig, ja. Mach ich. Komm, kannst mal riechen, ey. Eine Frau ist das Friedhof, eine Frau ist das Krankenhaus, du Arschloch. Komm mal her, du Arschloch. Komm her, du Fatzenarsch. Kloppen wir uns. Kloppen wir uns, du Fatzenarsch. Na komm, du Fatzenarsch. Komm her, du Fatzenarsch. Komm, du Fatzenarsch. Wähler, Fatzenarsch, Fatzenarsch. Ich habe sie nur gerade bildlich erklärt, was Brubbel gesagt hat. Also er ist ja Brubbel Paula bei uns, ja, weil er immer Brubbel, weil er den ganzen Tag nur am Brubbeln ist. Und er hat doch schon seinen eigenen Blog, im Blog. Hier, wir haben ja alles auf YouTube. Aber das habe ich jetzt leider gerade nicht filmen können, weil ich war ja beschäftigt. Ja, das wäre eine gute Episode gewesen. Auf jeden Fall. Brubbel riecht nach Friedhof. Zumindest teilweise. Ja, ja, seine Faust auf jeden seine Fall. Seine Faust auf alle Fälle. Ja. Ich habe nicht dran gerochen. Nee, da könnte man ja mal probieren. Auf alle Fälle kann er auch, wenn er Friedhof, kann er auch Erste-Hilfe-Kurs entzündet. Das will er mich nämlich seit 8 Jahren dazu bewegen. Bei ihm einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen? Ja, nicht bei ihm, bei dem Malteser natürlich. Ja, wo er immer hingeht, er hat ja alles, alle Scheine. Ja, na klar, wenn es dunkel wird, macht man Licht an. Ich denke überhaupt nicht, am Tag, dass so eine rote Lampe in der Küche ist, dann wird ja die kochen. Ach so. Das meine ich gleich. Ja. Meine, ich habe solche Lampen, die ich in der Tür gehabt, soll alles machen, und ich habe das Geld nicht dafür. Ich bin nur
mit dem Umwelt muss ich den 100 Euro hier. Aha. Alles für Brühe noch teuer gemacht. Ist das so? Ja. Ist sie immer einkaufen, da sind da 20 Euro weg. Fünfeinhalb Neuner. Machen wir jetzt Feierabend. Also, wir sehen uns morgen. Gehen nochmal heute die Spirale ein bisschen vergewaltigen und dann schauen wir mal. Selbstbau.